Ob Bauchbeine Po, Indoor-Cycling, Tanzen, Crosstrainer oder Ruder-Workout. Virtuelle Trainingskonzepte erobern die Kursräume der Fitnessstudios und die Smartphones der Heimanwender. Immer und überall sporteln unter professioneller Anleitung. Das ist die Idee hinter Cyberfitness, dem Marktführer in Europa für Virtual Fitness. Gegründet hat das Unternehmen 2008 Alexander Krause, gemeinsam mit kreativen Freunden. Das erste Produkt, was wir im Sinn hatten, war Cyber Cycling, also im Prinzip ein virtuelles Radfahrprogramm auf einem Indoor-Cycle-Bike. Und das ist relativ einfach abzudrehen, weil ja die Person, der Presenter, am Ort bleibt und praktisch am Ort immer in die Kamera schaut. Und wir haben gedacht, das ist ein gutes Produkt. Der Presenter, also der Trainer, führt durch die meist halb- bis einstündigen Workouts. Vom Einsteigerlevel bis hin zum Expertenmodus. Mit dem virtuellen Radfahrprogramm in der Tasche ging es dann für das Unternehmen steil bergauf. Dann haben wir verschiedene Lizenzkunden im B2B-Bereich gewinnen können, sind in ganz Deutschland expandiert, manchmal auch ein bisschen schneller, indem wir Ketten als Kunden gewinnen konnten. Von der Idee über die Konzeption, den Dreh und Schnitt bis hin zum Rollout vergehen in der Regel 5 Tage, bis ein neues virtuelles Training verfügbar ist. In dieser Zeit ist das Cyber-Fitness-Team mit viel Herzblut und Spaß bei der Sache. Mit Cyber Moves haben wir dann nochmal wirklich einen großen Schritt gemacht, weil wir in die Kursräume gegangen sind, der Fitnessstudios, und dort praktisch die gesamte Palette angeboten haben, die Kursstudios so anbieten. Cyber Moves bietet Programme rund um Bauch, Beine, Po, Bauchmuskeltraining, Fettverbrennung, Martial Arts Intervalltraining, Tanz und vieles mehr. Mittlerweile haben zahlreiche Studios deutschlandweit die über 300 virtuellen Fitnessprogramme im Angebot. Auf allen Endgeräten kann unter Anleitung jederzeit auch zu Hause oder unterwegs gesportelt werden. Wir möchten möglichst viele Menschen da draußen dazu animieren, tagtäglich ein bisschen was für ihre Gesundheit zu tun, für ihre Wohlbefinden. Und aus dieser Motivation heraus entwickeln wir unsere Produkte. Die sollen idealerweise so gut sein, dass wir unsere Kunden zu Wiederholungstätern machen, dass sie immer wieder mit unseren Produkten trainieren oder sich Content bezüglich Ernährung oder dergleichen auch anschauen. Die frei wählbaren virtuellen Kurse im Fitnessstudio bieten Sportbegeisterten vor allem eins: Betreuung, wenn der Trainierende es möchte, und die persönliche Auswahl des Formats. Dank der individuellen Trainingsvideos kann man auch zu Hause in der eigenen Wohlfühlatmosphäre sporteln, und zusätzlich entfällt der Weg zum Studio und damit die häufige Ausrede, das Workout sausen zu lassen. Für Fitnessstudios bieten die virtuellen Kurse auch wirtschaftliche Vorteile. Denn oftmals bleiben die bereitgestellten Räume für Gruppenfitness über viele Stunden in der Woche ungenutzt. Das können sich viele Betreiber nicht erlauben. Denn durch den starken Wettbewerb in der Branche sinken die Mitgliedsbeiträge immer weiter, weiß Geschäftsführer Marc Jürgens. Jetzt hat in den letzten 10 bis 20 Jahren die Fitnessbranche sich sehr stark nach vorne entwickelt. Gleichzeitig ist aber auch der Preisdruck, der Wettbewerb sehr stark geworden. Endverbraucher kennen das, gehen heute sehr gerne für 15 bis 20 Euro trainieren, möchten am liebsten einen top ausgestatteten Club mit allen Dienstleistungen haben. Und das ist aus Betreibersicht schon eine große Herausforderung geworden. Durch die virtuellen Lösungen können Fitnessstudio-Betreiber fast 300 Kurse pro Woche zur Auswahl stellen und so außergewöhnlich viele Trainingsmöglichkeiten ihren Mitgliedern bieten und für volle Kursräume sorgen. Das Angebot kommt vor allem bei jüngeren Kunden gut an. Diese Erfahrung hat auch Clubleiter Manuel Kriegs gemacht. Das ist auf jeden Fall eine sehr rentable Installation, die wir hier haben, weil man natürlich zum einen den kompletten Cardio-Bereich aufwertet. Weil ich kann ja trotzdem auf dem Spinning-Bike fahren. Ich muss ja nicht das virtuelle Programm aktivieren. Ich habe ja nur eine zusätzliche Möglichkeit, einen zusätzlichen Nutzen. Und wie gesagt, wir haben ja dadurch zusätzliche Mitglieder auch gewonnen. Die nutzen es ja. Die Idee, mit einem Trainer virtuell zu sporteln, ist nicht neu. Schon in den 1980er Jahren animierten Fitnessvideos von Jane Fonda zum Mitmachen vor dem Fernseher. Mittlerweile sind die Leinwände größer, die Kulissen imposanter und die Soundanlagen lauter. Sport und Entertainment, so lautet das Erfolgsrezept von Cyberfitness.
Also der Anspruch war, möglichst nah an den Live-Bereich ranzukommen, indem wir festgelegt haben von Anfang an, dass es einen Trainer gibt, der im Vordergrund steht, der mich trainiert, genau wie das in einem Live-Kurs ist, dass da keine Gruppe von Menschen vorne steht vor der Bühne, dass nicht die Hintergründe eine besondere Rolle spielen, sondern die Musik, die sehr gute Didaktik des Trainers, der einen großen Erfahrungsschatz haben muss und sind heute auf einem Niveau, wo ich mit Stolz sagen kann, das ist wirklich Top-Level. Entscheidend ist der qualitativ hochwertige Inhalt der Fitnessvideos, das sportwissenschaftliche Fundament der Trainer und deren mitreißender Charakter. So wird das virtuelle Training zu einem besonderen Erlebnis. Cyberfitness-Sportdirektor Tom Dederichs weiß, worauf es dabei ankommt. Der Aufbau des Kurses, der Inhalt des Kurses sind zwei wichtige Faktoren. Die Kompetenz und die Fähigkeit, die empathische Fähigkeit des Presenters. Natürlich auch die Qualität der Musik und die Flexibilität des Angebots. Also bei uns ist einfach der Riesenvorteil, ich kann es jederzeit machen. Und ich kann es genau in dem Schwierigkeitsgrad und in dem Längenmaß machen, was mir jetzt gerade vorschwebt und was zu mir passt. Seit März 2020 streamt Cyberfitness mehrmals die Woche sogar Live-Kurse aus dem hauseigenen Studio. Nutzer können kostenlos ohne Anmeldung teilnehmen. Besonderes Highlight: die Live-Conventions in Kooperation mit Partnern aus der Branche. Rund 15.000 User nahmen am letzten Live-Workout teil. Event-Feeling im Wohnzimmer. Das heißt, ich muss tatsächlich das Gefühl haben, dass da jemand mit mir gerade trainiert. Und es muss natürlich strukturell so aufgebaut sein, dass ich ein gutes Trainingserlebnis habe. Ja, was mich fühlen lässt, dass mich das zum Erfolg bringen wird, wenn ich es regelmäßig mache. Natürlich kann ein motivierendes "Du schaffst das" über den Bildschirm keinen echten Trainer ersetzen. Ja, ein Video kann eine Ergänzung sein, wenn all diese anderen Dinge mir auch wichtig sind. Und als solche Ergänzung kann es sogar ein Premium-Angebot darstellen, wo es darum geht, dass physische Kurse, die zu diesen Themen schon angeboten werden, ergänzt werden können durch Videoprogramme, sodass der Teilnehmer noch besser in die Inhalte sich reinarbeiten kann, noch regelmäßiger und nachhaltiger. Und das gibt es in vielen Bereichen und das ist meiner Meinung nach ein unschlagbarer Vorteil. Da alle virtuellen Trainer langjährige Erfahrung im Live-Coaching haben, weisen sie während des Videos mehrfach aktiv auf mögliche Fehler hin. Außerdem sind die Inhalte der Kurse so aufgebaut, dass Fehlerquellen von vornherein minimiert bis ausgeschlossen werden. Es gibt in der Regel bei uns drei Stufen. Die haben wir über ein Sternesystem gekennzeichnet. Also ein Stern ist das leichteste, zwei Sterne ist mittel und drei Sterne ist schon ein bisschen anspruchsvoller. Und die Schwierigkeit bezieht sich dabei auf den technischen und koordinativen Anspruch. Da muss ich mich einschätzen, was für Voraussetzungen bringe ich mit. Ja, wie fit bin ich, wie gewohnt bin ich, solche Fitnessbewegungen zu absolvieren. Und wenn ich da unsicher bin, dann wähle ich am besten erstmal die leichteren Kurse. Ein besonderes Alleinstellungsmerkmal bietet das Unternehmen mit seinen zertifizierten Präventionskursen. Ein Unterschied zu vielen Mitbewerbern. Diese finden ausschließlich online statt. Die Teilnehmer lernen in dem mehrwöchigen Kurszeitraum Step by Step neue Verhaltensweisen für eine nachhaltige, bessere Gesundheit. Viele Krankenkassen erstatten sogar bis zu 100% der Präventionskurse. Wir haben mittlerweile 5 Kurse. Das ist einmal das Thema Rückencoaching, Ernährung und Vitalität, also werde dein eigener Ernährungscoach sozusagen. Das Thema Abnehmen, Burnout ist ein ganz wichtiges Thema zum Stressmanagement und Diabetesprophylaxe. Und was jetzt in der Zertifizierung ist, ist jetzt auch noch Yoga. Da Vorsorge ein extrem wichtiger Bereich in der Gesundheitsförderung ist, aber viele Menschen erst zu spät diese Wichtigkeit erkennen, setzt Cyberfitness auf eine besondere Ansprache. Prävention ist eben aus einer Motivation heraus, weil ich vermeiden möchte, dass etwas kommt, dass ein Schmerz kommt. Die Motivation ist menschentypisch viel geringer, also muss das Angebot knackiger, motivierender, unterhaltender sein. Und so bauen wir unsere Staffeln auf, dass wenn man einmal losgelegt hat, wirklich Spaß daran hat und sich auf die nächste Staffel freut. Ganz frisch in Planung, die virtuelle Sprechstunde CyberDoc. Ein Portal, bei dem Ärzte und Patienten per Videoberatung zusammenfinden. Unterstützt von den Krankenkassen. Ob Fitnesstraining oder Gesundheitsförderung, die Zukunft ist virtuell.